Hallo liebe Fische, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich auf euch sehr und heute machen wir es weiter mit der Botschaft. Orakelbotschaft. Ich verwende meine botanischen Karten und wie das dann im Januar aussieht, ich habe mich noch nicht entschieden, ob das Kristalle werden oder weiterhin die Pflanzen. Nun, in letzten Videos aus der Videoreihe Trilogie der Selbstentwicklung habe ich erwähnt, dass ich überhaupt nicht in der Stimmung bin, das Jahr abzuschließen bzw. irgendwelchen Schlusslinien zu ziehen. Es hat sich seitdem bei mir nicht viel verändert, dennoch habe ich mir gedacht, okay, die Ziele können die alten bleiben, aber vielleicht kann man was an der Strategie drehen. Es ist so, dass ich gestern zufälligerweise diese Armbänder entdeckt habe bei mir. Das ist der Rosenquarz. Und auch zufällig, es ist ja alles in unserem Leben sehr zufällig, um den Handgelenk angelegt und seit gestern trage ich sie. Und die Energie von dem Rosenquarz ist sehr, sehr sanft. Und anscheinend hat das mich so stark beeinflusst, dass ich immer noch in dieser Stimmung bin. Warum erzähle ich das? Weil ich möchte, dass ihr versteht, was bei mir im Hinterkopf abgeht, wenn ich die Karte für euch ziehe. Denn es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Meine Stimmung hängt, glaube ich, auch etwas ab. Vielleicht nicht viel. Wenn das Universum euch etwas zu berichten hat, wird er bestimmt das sowieso tun. Aber vielleicht hängt von meiner Stimmung auch etwas ab, damit ihr das Bescheid wisst. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte. Von mir aus wünsche ich uns allen, dass wir das Jahresübergang möglichst sanft schaffen, dass es keine Krisen gibt, dass es keine Plötzlichkeiten gibt, dass es kein Sturm in unser Leben eintritt, dass es wie Wasser so ein ganz ein sanftes Übergang gibt. Wenn ihr auch jetzt in der Stimmung seid, beziehungsweise, wenn ich euch diese Stimmung auf diese Art und Weise vermitteln könnte, werde ich mich freuen. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr auch so einen Übergang wünscht, dann bleibt mit mir. Ich ziehe gleich die Karte für euch und schauen sie bis zu Ende. Nun, Kartendeck ist schon vorbereitet. Jetzt ziehe ich gleich die Karte für euch. Welchen Botschaft wünschen sich Fische im Dezember, damit sie den Monat erfolgreich und glücklich abschließen und damit das Jahresübergang sanft verläuft. Auf Deutsch heißt diese Pflanze kleine Braunelle. Das ist eine kleine Pflanze mit kleinen lila Blüten. Es ist so, vielleicht haben Sie das auch schon in kleinen ländlichen Blumensträußen gesehen, beziehungsweise in der Wiese. Also ich gehe davon aus, dass ihr wirklich sie schon mehrmals gesehen habt. Nur manchmal übersieht man das halt. Okay. Botschaft. Die kreisen auf der Oberfläche. Es ist so, dass diese Pflanze wird mit dem Stein hier verglichen, der ins Wasser geworfen wird. Es geht darum, dass die Veränderungen in uns stattfinden. Um etwas im Außenwelt zu verändern, haben wir innen drin irgendeine Veränderung zu spüren, beziehungsweise mit dieser Veränderung anzufangen. Es ist so, dass man sollte die kleinen Taten nicht unterschätzen. Wenn ihr jetzt ein bisschen verzweifelt seid, muss ich das anfangen, soll ich das machen oder das ist doch sowieso egal. Ich mache das schon seit ganzen 3 Tagen und ich habe noch keinen 3 Millionen Follower und nein, und keiner reißt mir mein Produkt aus den Händen. Also ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr jetzt ein bisschen in diesem kleinen Zustand seid, fangt mit kleinen Schritten an und denkt daran, dass auch kleine Taten können Großes bewirken. Beziehungsweise aus mehreren kleinen Taten kann dann tatsächlich etwas Großes entstehen. Und an dieser Karte sehen Sie ja diese Wellen auf der Oberfläche, aber ihr seht ja auch den Stein, der geht ja dann in die Tiefe. Und das ist ja der Symbol dafür, dass die Veränderung in der Tiefe dann die Veränderungen auch auf der Oberfläche ermöglichen. Zusätzlich möchte ich dazu sagen, dass also die Wellen an sich, ihr wisst ja, dass der Ton, der Klang, das ist auch eine Art Welle.
Und wenn ihr jetzt im Moment in der Situation seid, wo ihr denkt, ja, warum geht es nicht weiter, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass ihr darüber mehr sprechen sollt oder dass überhaupt anfangen zu präsentieren. Denn ich frage, bei meinen Klienten ist es manchmal so, dass wenn ich dann hinterfrage, ja, wie lange beschäftigen Sie sich mit dem Vertrieb an sich, beziehungsweise wie ist Ihr Vertrieb generell organisiert, dann am Ende kann es sich herausstellen, dass diejenige Person sich so doll auf das Produkt zum Beispiel konzentriert und auch auf das Qualität, was auch so gut ist, dass der Vertrieb total ausgeblendet ist. Und wenn man sich nicht speziell darauf Wenn man nicht speziell darauf achtet, dann wird das wirklich zu einem blinden Fleck. Vielleicht habt ihr jetzt in ihrem Leben so eine Art blinden Fleck, was im Hintergrund steht, wirklich ihr Wesen, ihr ganzes Sie als Person bzw. als das Projekt, um was es geht, für was Sie vielleicht eine Motivation brauchen. Und das ist so offensichtlich, dass das gemacht werden soll. Und das wird einfach nicht gemacht. Es heißt nicht, dass Sie alles erledigen müssen. Ich meine, ich kann auch nicht alles. Ich meine, ich bin Astrologin, ich bin für die Analyse von Horoskopen und Beratung da. Es heißt ja nicht, dass ich ja selbst Homepage aufbauen muss und so weiter. Dafür gibt es Menschen, die wirklich das viel, viel besser können als ich. Und hier wird es gesagt, teilen Sie das mit, beziehungsweise wenn Sie nicht wissen, wie Sie bestimmte, vielleicht auch technische Unterstützung brauchen, dann fangen Sie wenigstens darüber mit Ihren Freunden zu reden und zu fragen, kannst du das, kannst du vielleicht dieses? Und ihr werdet schon finden und sehen, wie viele es hilfsbereite Menschen gibt. Liebe Fische, ich möchte in diesem Video noch keine Abschlussworte aussprechen, beziehungsweise Weihnachtswünsche. Mit Weihnachtswünschen möchte ich auch noch ein bisschen warten, denn es werden demnächst noch weitere Videos bis Weihnachten von mir erscheinen. Unter anderem auch Videos über den Retro-Venus, nicht Merkur, ausnahmsweise Venus. Ich kann euch empfehlen, die Videos anzuschauen, denn ich möchte das ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern von einer anderen Perspektive darstellen. Nun, und noch eine wichtige Nachricht. Es ist so, dass bei mir auf dem Instagram werdet ihr schon finden den Post über den Merkur, der sich nun ab dem 13.12. bis zum 2.1. im Tierkreiszeichen Steinbock befindet. Das ist besondere Energie. Und damit Sie wissen, warum und weshalb manche sich nun auf einmal so verändert haben, ist es empfehlenswert, das zu lesen. Also der Post nennt sich Merkur im Steinbock natürlich. Und kennst du schon deine Erfolgsstrategie? Denn Merkur beeinträchtigt unsere Kommunikationsfähigkeit sehr, sehr stark. Und dort habe ich erklärt, wie ist es zu kommunizieren, damit ihr, das ist so eine Art zu einem guten Kompromiss kommt, auch zum Ende des Jahres das bekommt, was ihr euch wünscht und erträumt habt. Mein Instagram ist unverändert, das ist elinapavlova_de und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gibt, welchen Nachklang das bei euch gegeben hat. Und ja, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann werdet ihr natürlich über meine neuen Videos informiert. Wenn nein, dann können Sie das jetzt machen. Liebe Fische, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.